Ja, jetzt schauen wir den Baden-Württembergern mal aufs Maul. Und das klingt dann so. Bei uns wird Mannheimer Dialekt gesprochen. Türkisch hat meine Mutter gesagt, versteht keine Sau. Schafsäckel, du Hurablitz, du Granatdackel. Ein Grasdackel. Wenn man das so sagen darf, aber ist ja egal. Man ist plötzlich ergriffen von sich selber. Ja. Ja, ganz ergriffen von sich selbst, das ist Freiburgs Fußball-Bundesliga-Trainer Christian Streich. Hätte er das Ganze auf Hochdeutsch gesagt, dann wäre es vermutlich nur halb so komisch rübergekommen. Wer Dialekt spricht, macht sich um ein aussterbendes Kulturgut verdient. Das sieht auch unser Ministerpräsident so. Immerhin gibt es die Dialektoffensive für Baden-Württemberg. Was Kretschmann vermutlich nicht bedacht hat, wer Mundart spricht, verdient weniger Geld. Hä? Bitte was? Das haben Wissenschaftler jetzt rausgefunden. Gabi Mönch forscht nach. Eins, zwei. Über den Daumen gegen den Dialekt. Ungewöhnlich, aber es hilft. Wir sind in einem Hochdeutschkurs in Stuttgart. Ja, sowas gibt es. Wer hierher kommt, wird entweder vom Chef geschickt, hat einen gewissen Leidensdruck oder will schlicht besser verstanden werden. Sprechübungen. Zerrender Herzschmerz härtete das Herz des Bergzwergs. Sie ist Sächsin und Sängerin. Man kann unmöglich Marlene Dietrich, Sarah Leander, Jacques Brel oder Charles Aznavour auf Sächsisch singen. Also das, ja, dann dürfte ich die nicht singen. Weil ich sehr viel telefonieren muss, ich bin im Vorzimmer und dass es da ein bisschen besser rüberkommt. Er arbeitet als Coach. Du kommst einfach besser rüber im Hochdeutschen. Du hast eine andere Autorität. Sie sind ein schwäbisch-sächsisches Ehepaar, inzwischen auch dialektmäßig wieder vereint. Ich mache den Kurs, damit ich hier mit meinen Kunden auch mal Hochdeutsch schwätzen kann. Also auf der Schwätzenzahl. Es wird viel gelacht. Auch über die Schwaben. Ich komme gleich wieder, ich muss nur noch kurz zum Aktenordner sauen. Das sorgt natürlich am anderen Ende der Leitung schon ein bisschen für Verwirrung. Die Spracherkennungssoftware hat definitiv das Problem mit Dialekten, weil, sage dir mal, Siri ruft Mama. Da haben mir schon Menschen erzählt, dass wenn sie zum Beispiel eine schöne Frau sehen und die sieht attraktiv aus und dann macht sie den Mund auf und schwätzt so, dann kann es mit der Erotik ganz schnell vorbei sein. Oder mit dem Bewerbungsgespräch oder mit der Auftragsverhandlung. Wer breit Mundart spricht, gilt als weniger kompetent. So die deutsch-amerikanische Studie, die auch Ihnen Anlass zum Nachdenken gibt. Was die Forscher herausgefunden haben, ist ein Hammer. Wer Dialekt spricht, verdient 20% weniger. Ein Headhunter und Personalberater erzählt aus seiner Praxis. Also sobald ein Schwabe in Norddeutschland beispielsweise den Mund aufmacht, wirkt es provinziell im internationalen Business, wirkt es wirklich als Jobkiller, als Karrierekiller. So, grüß Gott, hallo. Aber hallo, dem Ministerpräsidenten passt die Aussage der Studie gar nicht. Läuft sie doch voll gegen seine Dialektoffensive des Landes. Vorlesetag. Zum Grüffelo, wer soll das sein? Den kennst du nicht? Ja, heider nein. Dialekt von klein auf schaffe Nähe und Identifikation, so Kretschmanns Credo. Deshalb brodelt er über das Ergebnis der Studie. Das ist dann ein Missstand. Also wenn Menschen, die Dialekt sprechen, benachteiligt werden, ist das ein Missstand, gegen den man vorgehen muss. Mhm. Nun haben Sie es ja trotz Dialekt weit gebracht. Wie erklären Sie sich das? Es widerlegt jedenfalls diese Studie im Einzelfall. Ja. Genau. Und Dialekt kann sogar Vorteile bringen. Wenn du auf der Baustelle bist und du hättest gern vom anderen Unternehmer den Kran für eine Stündle und du gehst dann hin und sagst, entschuldigen Sie bitte, könnte ich mal Ihren Kran für eine Stunde haben? Dann musst du es bezahlen. Gehst aber hin und sagst, Karle, könnte ich mal deinen Kran für eine halbe Stunde hauen? Dann stellst du vielleicht noch Gretel Birner, das ist alles. In Führungsetagen mag das dagegen ganz anders aussehen, sagt die Hochdeutschtrainerin. Dialekt sei schön, aber Hochdeutsch bereichert für alle Fälle. Wer beides kann, hat auf jeden Fall die allergrößten Karrierechancen. Also üben, üben, üben. Und der Kurs feiert schon seinen ersten Erfolg. Da guck noch. Da hockt der Muck auf der Guck.
Können Sie es mal auf Hochdeutsch übersetzen? Ja. Schau mal, da sitzt eine Mücke auf der Tüte.